Kannst du nicht weiter runterzählen oder was? Doch, aber ich mache das deswegen, damit ich hier ein paar Schnittmöglichkeiten habe. Und jetzt hast du es mir gerade voll verbockt, das macht aber nichts. Das ist halt immer die entsprechende Produktion. Ist aber nicht weiter schlimm, ich will jetzt nur darauf achten, dass tatsächlich hier auch alles drin ist. So, das heißt, wir gucken uns also jetzt nochmal ein Spiel an. Das ist, wie gesagt, ein Protoss versus Terran, ja, zwischen deinem amerikanischen Account Suppe, warum auch immer der Suppe heißt. Sollte sich vielleicht mit Socke zusammentun, dann könnt ihr mit Socke und Suppe spielen oder sowas. Das wäre bestimmt auch ganz ulkig oder so. Das ist hier eine der etwas älteren Maps, die ist ein, oder nee, die ist mit der Beta eingeführt worden, ne? Newkirk ist, glaube ich, mit der Beta eingeführt worden, wenn ich mich nicht irre. Und ja, du spielst es hier gegen Terran. Was ist so dein normaler Spielplan gegen Terran? Nochmal! Dank Tonproblem. Also normalerweise in Woll habe ich ja ganz anders gespielt. Da habe ich ja gescoutet, ob er Gas nimmt oder nicht. Terras haben meistens kein Gas gespielt. Also konnte ich da schön die TX-Pan spielen. Jetzt ist es natürlich mit Hots anders. Da spielen ja die meisten Gas. Und da wäre das natürlich, ist das nicht möglich, so einfach den DTX-Pan runterzuspielen. Deswegen spiele ich dann meistens Robo, wenn ich Gas scoute. Weil, wegen den Minen halt, da kommt ja oft so ein Müll wie ein Minentrop oder, oder die laufen vorne mit den Minen rein. Und das ist ja sehr unangenehm, wenn man dann nichts hat zum Aufdecken. Ja. Deswegen meistens Robo und Echse. Aber ja. Das ist mein Plan. Erstmal schauen mit der 9er Sonde. Das war vorhin so lustig, Mann. Ja. Mit der 9er Sonde schauen, ob er Gas hat. Das ist für mich das Wichtigste. Ja, jetzt haben wir auch gesehen, das war wie gesagt halt eben vorher das Interessante, dass die Probe tatsächlich hier oben um das Gebäude rumläuft und nicht hier unten. Ich war da recht überrascht, ja, weil ich halt eben gar nicht irgendwie mir gedacht hätte, dass ich hätte eigentlich gedacht, das hier wäre so der kürzeste Weg. Aber wir werden auch sehen, dass noch mehrere Worker tatsächlich diesen Path, dieses Pathfinding hier nehmen. Von daher, naja, gucken wir mal. So, jetzt kommt es aber dementsprechend hier in die Base. Da machen wir gerade hier den Worker High Five. Und dann sehen wir hier die Rex. Aber? Ja, noch kein Gas. Und das ist ungewöhnlich? Das ist ungewöhnlich, weil normalerweise der Terra, wenn er Gas spielt, das ist mein Empfinden, eben das Gas vor mir hat. Mhm. Da war ich schon etwas verblüfft, denn mein Gas sitzt ja schon und er hatte es noch nicht. Womit hast du jetzt gerechnet oder was war jetzt im Grunde so dein erster Gedanke? Naja, ich habe gedacht, naja, schaue ich mal lieber nochmal, ob er vielleicht auch Gas genommen hat. Und da hat er es. Und da habe ich dann gedacht, was ist denn das? So spät Gas? Da könnte ich ja mal was probieren. Da könnte ich ja auch meinen Lot-Krono boosten, wie früher in Woll. Okay, und er hat jetzt hier schon seinen Pathfinder direkt hier rüber gesetzt, okay? Weil ich dachte halt, da kommt jetzt kein Reaper. Lohnt sich ja der Lot vielleicht doch noch. So theoretisch sieht er das jetzt ja sogar, dass er die andere Krono boostet. Aber es hilft ihm natürlich nicht viel, wenn er halt nur eine Rex hat. Und er kann halt nicht Krono boosten. Und er hatte ja irgendeinen Plan, den ich ja noch nicht wusste. Aber ich dachte, ein Lot ist jetzt nicht so verkehrt. Das Gas kam so spät, versuche ich es mal. Und das war ja schlussendlich auch nicht verkehrt, denn er baut Marines. Probes, die sich hinterherrennen? Ist das hier ein Versehen, dass da dieser eine Probe, der hin und hinterherrennt? Nee, normalerweise, also einer Scout-Sonde oder einem Scout-SCV fahre ich eigentlich immer hinterher, weil... Auch so lang, wenn er auf die andere Hälfte wieder zurückkehrt? Ja, eigentlich bis nach Hause. Vor allem beim Protoss, weil der Protoss, der dann mittendrin ja einfach wieder umdreht. Aber das ist jetzt nicht beabsichtigt. Danke, dass du es diesmal zeigen musst. Das letzte Mal ist es dran vorbei. Ja. Aber du hast es trotzdem erwähnt. Ja, da habe ich gedacht, habe ich meine Sonne verloren. Das ist ja furchtbar. Ja, und sowas spielt Master. Ich kann es nur wiederholen. Ja, und jetzt haust du halt eben direkt, weil du deine Chance quasi noch siehst. Genau, ich bin da reingelaufen. Ich habe gesehen, ach, da hat der wirklich nur zwei Marines da rumstehen gehabt. Und da sehe ich auch, dass er geäxt hat. Ja, auch relativ dreist, ne? Obwohl er im Grunde jetzt ja wusste, dass du da womöglich jetzt früher Aggression machst, ne? Hat eben hier noch die Echse geschmissen. Ja gut, er hat sie aber immerhin drin gebaut, ne? Normalerweise wäre die ja draußen. Wenigstens. Ja, in Woll haben sie die immer draußen gebaut. Ja, aber jetzt hat er natürlich selber im Grunde vielleicht ein bisschen mit zu verschulden, ne? Dass er jetzt halt Worker ziehen muss. Ja, klar. In dem Fall haben wir hier, ui. Da sind eine Menge unterwegs, klar, einer um den Bunker zu bauen, die anderen müssen jetzt wieder zurück. Das war schon mal recht teuer an sich. Und jetzt hast du hier inzwischen den einen Stalker und hier hinten ist ja noch ein weiterer im Bau. Ja, also ich habe ja früher immer ein Lot, zwei Stalker rausgekronenboostet gegen diese Echse. Und dann musste ich immer schauen, dass er den Bunker nicht kriegt. Und das war ja in dem Fall sogar super. Da hat er mir ja den Gefallen getan und hat den Bunker eben viel zu spät gesetzt. Und ja, das ist teuer. Wieder 5 SUVs abgezogen. Ne? Ich meine, ja, aber da ärgere ich mich gerade. Da hatte ich gerade keine 400 und da setzt er mir das scheiß Ding hin. Da können wir nochmal kurz zurückgehen, damit wir uns das auch nochmal schön feierlich ansehen können. Das war so ärgerlich. Ja.
Und das ist wirklich. Ja, das da kommt die Probe. Kostet. Da reagiert er ganz schnell. Ich habe keine 400. Ich hätte ihn ja blockieren können irgendwie, aber ich habe es halt nicht in. Das war doof. Tja, und da jetzt unser guter alter Maschinendog-Block, während wir in der Zwischenzeit hier auf der anderen Seite nochmal Druck machen, jetzt mit Unterstützung des Mothership-Cores. Und so viel hat er im Augenblick gar nicht, was in die Luft schießen kann. Da hinten sind noch ein paar. Ja, muss jetzt aber natürlich hier den Haupt-Damage-Dealer erstmal rausziehen, den Zellert, der sich ja hier einfach schön durch die SEVs schnitzelt. Ja, und ich habe bis jetzt halt noch nicht so viel gut. Ich habe 2 Sonden verloren, ich gebe es zu. Die eine war völlig unnötig. Und Lot, aber sonst war ja noch nichts. Ja, und er hat jetzt halt inzwischen hier schon einiges an Federn lassen müssen, wenn wir das sehen. Das wird auch noch mehr. Ja, Mothership-Core ist ziemlich langsam, muss man darauf aufpassen. Kommt aber gerade noch so davon. Ja. Und jetzt musst du dich erstmal. Ich habe jetzt 800 Obermints, weil ich meine Echse nicht setzen konnte, weil es mich total. Da musste ich noch einen Stalker bauen. Das hat mich alles ziemlich verzögert hier. Das hat mich sehr geärgert. Und jetzt auch keine Probe gerade bereitstehen. Da warte, kommt sie. Ja, so perfekt bin ich. Wie gesagt, deswegen spiele ich Protoss. In der Zwischenzeit hast du hier vorne noch mal ein bisschen Map-Awareness, ein bisschen Map-Präsenz. Mann, das ist ja echt knallrot, das Mothership-Ding. Ne? Bist hier immer noch. Das sieht man bei dir halt nicht, weil du die Leisten da so anhast. Richtig. Ja, ich hatte die umgestellt auf Teamfarben. So, und jetzt hat er inzwischen eine recht beachtliche Menge an Marines, mit denen er jetzt auch hier das Poking normalerweise ganz gut halten könnte. Aber da kommt die nette Timebomb. Ja, die ist toll. Sodass er jetzt nicht mehr die Möglichkeit hat, hier tatsächlich einfach so schön reinzulaufen. Ne? Weil er dann immer riskieren muss, dass er eine Menge Marines verliert beim Zurückziehen. Und die eigenen Einheiten werden ja nicht verlangsamt. Ja. Auch wie gesagt, für einige, die es vielleicht noch nicht wussten, recht interessant, dass man eben, wenn man in die Timebomb läuft, nur die Bewegungsgeschwindigkeit verlangsamt wird, nicht die Schussgeschwindigkeit. Auch wenn das vielleicht erstmal logisch klingt und man das irgendwie meinen könnte. Ja, und jetzt haben wir halt nicht die Möglichkeit, den Bunker aufzuhalten. Und damit ist jetzt natürlich die Aggression im Grunde erstmal vorbei. Denn alles. Aber wir können trotzdem nochmal eben einen wegpicken. Ja, nutzt aber wirklich jede Gelegenheit hier. Ja, dafür habe ich wieder Obermint viel zu spät getecht und viel zu spät geäxt und überhaupt. Ja, apropos Tech, inzwischen hast du jetzt dann halt eben dann doch jetzt so weitergemacht, wie du das noch von früher gewohnt warst. Genau. Ja, genau. Weil er hat ja nur Marines gespielt und deswegen habe ich mich halt getraut. Halt warum ist jetzt deine nächste Entscheidung direkt der Darkschwein? Worauf setzt du jetzt da? Oder warum bist du dir in vielen Fällen so sicher, dass das jetzt die beste nächste Wahl ist? Ja, es ist halt wie in Vol, das war halt einfach, man kann halt hoffen, dass man vielleicht reinkommt mit in die Tees, was für einen Terra natürlich eigentlich schon so gut wie das Todesurteil ist. Also wenn er keinen Turm hat, aber in dem Fall hat er ihn leider. Und halt natürlich, ja, das kennt das auch noch, auch super. Aber super Building Placement, um es nochmal zu erwähnen, wie vorhin auch schon. Aber wäre jetzt halt eben nicht mehr so schlimm gewesen, hätte ich auch schon einen gehabt. Genau, er hatte eh schon. Aber wir waren ja eigentlich gerade, warum der DT-Tech? Ja, zum Drop-Up wären ist der halt gut. Ich meine, ich behindere ihn ja damit. Er kann nicht einfach rauslaufen vorne. Er kann also mich quasi nicht daran hindern, nochmal zu exen oder meine Exe und meinen Tech hochzuziehen quasi, weil da halt die Tees vor seiner Base stehen. Und wenn ein Drop kommt, ist es halt, Terra muss halt scannen. Erstmal muss er Scan haben und muss es dann auch hinkriegen. Und es ist halt teuer, wenn er scannt, logisch. Also für mich immer noch die beste Drop-Up wäre die Tees. Und gegen Terra halt voll wichtig, der Bio spielt. Ja, hier sehen wir es halt leider, dass es eben nicht funktioniert. Die Tees müssen sich zurückziehen, aber haben jetzt eben die Map-Control. Das ist natürlich die super Sache. Ja, beim Building-Placement hatten wir halt vorhin schon gesagt, ne, dass halt eben die Position, die du extra ausgewählt hast, damit man das hier besser verteidigen kann gegen Drops, die ja von der Seite kommen. Denn hier Gebäude zu positionieren, ist halt waghalsig. Ja, die sterben ja sofort. Und ansonsten hatten wir halt schon gesagt, eine gute Möglichkeit wäre vielleicht das Eck hier oben, weil er da doch nicht so schnell rankommt, auch wenn er hier halt mit Medivacs pusht, halt aber nicht, da steht halt die Armee. Ne? Weil er da halt wahrscheinlich nicht scannt, dann hätte er es nicht gesehen, aber in dem Fall war es eh egal. Ja. Aber halt normalerweise die Tech-Gebäude bei mir immer zwischen Main und Excel, um halt es geschützt zu haben. Der Mothership Core auch. Klar. Steht da auch dazwischen, damit er entweder hier oder da schnell die Nexus-Scan setzen kann. Ja, hier hast du natürlich auch wunderbar gleich einen, der die Tees positioniert, ne? Einen direkt vor der Base, um da zu kontrollieren und einen hier, um die Drops zu sehen, was den uns jetzt auch geglückt ist. Und er hat nicht gesehen, dass ich es gesehen habe, wobei das in dem Fall
Naja. Nicht so den riesen Unterschied macht. Ja. Ne? Aber wir werden Weil jetzt, ich ja nicht hab. Ne? Ja, aber wir werden jetzt gleich sehen, wie das mit der Drop-Defense relativ gut funktioniert. Ne? Naja. Die Stalker jetzt ja leider wertlos, dank des Chrono-Boosts, also nicht des Chrono-Boosts, aber des Medivac-Boosts. Ja. Ja, den ersten Storm essen hier nur die Marauder und die knuspern den ganz fröhlich weg. Storm war gerade fertig, die Energy war gerade fertig, das war halt sehr... Ja, und jetzt haben wir Nexus Scan, da stirbt eine Probe, zwei, drei und den Rest ziehst du dann mal ab und da sind die DDTs, jetzt kann er zwar scannen, aber die paar Einheiten reichen eben nicht mehr. Ja. Das Coole an der Nexus-Can ist halt definitiv, dass sie meilenweit schießt. Ja, das ist natürlich, das ist echt gut. Und dass die Einheiten dann ja auch den Nexus angreifen. Das ist der größte Vorteil überhaupt. Also wenn da die Linge reinlaufen oder was, man macht die Nexus-Can drauf. Klar, man macht eigentlich normalerweise sowieso Hold Position mit den Lingen, aber wenn es nicht gemacht wird, alle Einheiten greifen dann den Nexus an, anstatt auf die Sonden zu gehen. Und das ist halt echt voll der Vorteil. Also die Angriffspriorität wird dann auch nochmal durcheinander gebracht. Dann muss er einzeln die Marines und Marauder auf die Sonden klicken, damit er da die Sonden attackt. Und das ist halt wirklich... Ja, und jetzt hast du das geschafft, von dem du vorhin gesprochen hast. Ne? Während du jetzt halt eben die Map-Control hast, konntest du jetzt halt eben hier schön expandieren und er sitzt im Augenblick noch in seiner Base. Hat dafür allerdings natürlich richtig hammerhart gemarkrot im Verhältnis. Wir sehen jetzt hier im Augenblick ein ziemliches Supply-Gap. Ja, du hast im Augenblick nicht allzu viel, was man hier so nennenswerte Armee nennen könnte, während er sich da ganz gut hochgebaut hat. Schickt jetzt hier das arme SCV raus! Das ist ja... Stell dir das mal vor. Ja, steht hier vorne halt eben schön, der General sagt, wir haben keine Sicht da draußen. Fahr mal da raus und bau einen Turm. Ich würde mir auch den Vogel zeigen. Ja, ich würde ja desertieren. Kriegsgericht, hallo. Ja. Ich meine, das ist irgendwie komisch, dass er den SCV da allein hat, aber man kann es ja mal versuchen. Und wenn da jetzt kein DT gewesen wäre, hätte es ja geklappt. Ne? Realistische Situation. Ja. Mann, fahr da raus, bau den Turm. Ich würde mir echt sagen, hier, ich kann es mich auch gleich erschießen. Also, das ist ja wohl echt bitter. Hier oben haben wir immer noch eine Probe. Für den Fall, dass er hier oben exen möchte. Genau, zum Scouten ist halt gut. Ich habe auch da die Pylons drumherum gesetzt. Also wenn man jetzt meine Vision quasi hätte, würde man sehen, dass ich so gut wie alles sehe, falls er droppt, falls er irgendwo rumacht. Ist mir immer sehr wichtig. Bin da sehr sicherheitsgedingt. Ne? Muss immer alles rechtzeitig sehen. Bei Terra zumindest. Nachdem er dann im Grunde gemerkt hat, dass er hier vorne ein SCV einfach unschuldig geopfert hat, ist er dann mit der Armee raus, hat gescannt und jetzt die Möglichkeit, hier unten endlich zu exen, während er die Türme schon überwacht. So, da dank deines Scouting-Pylons konntest du jetzt halt eben sehen, dass die Armee zu dir kommt. Leider hat er dich auch gleich supply-blockt. Und wenn wir jetzt, 93 zu 136 supply-blockt. Wenn wir jetzt halt mal gucken, was der Terraner hier hat, das sind immerhin zwei volle Reihen von Army. Und du hast hier auf der anderen Seite... Ja, die, viel. Die Probe muss noch raus. Das ist im Augenblick deine Armee. Ein Mothership-Core habe ich noch. Ein Mothership-Core, der fliegt hier irgendwo, der ist hier oben, ne? Genau. Und da hinten hast du noch zwei Templer stehen. Ja, die... Die werden gleich noch wichtig. Okay, gucken wir uns das nochmal an. So, dann schauen wir doch mal, wie du das überlebst. Ja, ich habe halt diesen Templar-Tech, den will ich immer ganz schnell durch und das Charge für die Lots halt und deswegen habe ich halt... Wobei er von den Templern ja bereits wusste, ne? Du hast es ja schon beim Drop eingesetzt, ne? Er hat eigentlich relativ späte Ghosts, also das fehlt ihm mir definitiv, er hat auch, glaube ich, wenn wir nochmal kurz hier anhalten, ja, obwohl er den Templar-Tech gesehen hat, noch keine Ghost Academy gesetzt. Ich habe mich in dem Spiel auch voll aufgeregt, ich war da ja mit jemandem im TS... Voll aufgeregt, dass ein Terra ohne Ghost gegen Psystorm bestehen kann. Das hat mich so aufgeregt. Also, weil das Spiel geht ja jetzt noch weiter. Und da habe ich gedacht, ey, der hat immer noch keine Ghost. Ich meine, eigentlich, das hat mir ja das Spiel gerettet quasi, aber... Aber jetzt müssen wir halt dementsprechend mal gucken. Er versucht jetzt tatsächlich auch von zwei Seiten in die Zange zu nehmen. Ne? Weiß jetzt im Grunde durch den Scanner auch ganz genau, wo du stehst. Und er zieht jetzt hier eben einerseits links rein. Da sehen wir auch gerade hier nochmal, ja, wie du schon gesagt hast, ne, die Nexus kennen. Und wenn er dann A-Klick macht, ne, dann gehen sie hier sofort auf den Nexus. Aber gut, wäre ohnehin das nächststehende Ziel gewesen, ne, in dem Fall. Ja, und jetzt schickt er halt eben hier oben gleichzeitig noch die Armee rein. Du gehst jetzt hier runter, versuchst ihm einen Storm zu verpassen. Der trifft nicht ganz ordentlich. Und jetzt haben wir hier, wie gesagt, er läuft noch ein bisschen rein, aber ja, da stirbt sogar einer der Marines. Der zweite sitzt auf jeden Fall deutlich besser. Und jetzt haben wir hier oben natürlich diesen kleinen bösen Mikrofehler, der passiert ist, wo er anstatt eben hier weiter anzugreifen, jetzt plötzlich diese Leute hier einfach offenbar einen Move-Befehl hier runtergekriegt haben oder so. Und da irgendwie lange Zeit so überhaupt nichts machen. Ja, und die Armee frisst halt den zweiten Storm so richtig hart. Ja, und dann räumst du jetzt hier eigentlich ganz ordentlich auf. Erstmal im Verhältnis, wenn man halt sieht, wie viel du verloren hast und wie viel er verloren hat. Und jetzt halt eben hier der Mars-Warp-In von DTs. Das ist immer so die letzte Hoffnung, halt, die man noch hat. Ne?
Und scannt er jetzt auch rein, kann jetzt auch dementsprechend durch schönes Kiting jetzt natürlich hier alles ein bisschen wegnehmen. Und du musst dich hier erstmal zurückziehen. Und weil er jetzt natürlich frohen Mutes ist und natürlich zu denkt, Recht. cool, ja, jetzt habe ich ja erstmal hier vorne die ganze Armee beseitigt, kann ich ihm direkt in die Base laufen und erstmal gucken, wie ich da wüte. Rennt hier schön die Base hoch und alle freuen sich und kriegen direkt den Storm ins Gesicht und zwar gleich Ich zwei. habe mich echt in dem Spiel gewundert. Ich wusste nicht mehr, dass die da stehen. Und ich habe gedacht, das ist super, dass ich mal auf meinen lieben Elli gehört habe, der immer gesagt hat, lass bitte immer Templer daheim, ne? Weil gegen Drops und wenn man engaged und zurückzieht, dann Hat man da noch hat was? man noch was, ne? Und Ja. da habe ich gedacht, wow, ich habe noch zwei Templer und die haben mir halt so den Arsch Es gerettet. wäre fast mal lustig, deine Camera View zu sehen und zu sehen, wie du hier suchst. Wo sind sie da? Und dann zack, hast du sie wieder erwischt. Nee, Jetzt. der ist in meine Main gelaufen. Ich habe nur so hinterher geschaut und gesagt, was kann ich da jetzt noch machen? Und dann standen da die Templer und ich habe gedacht, Ja, und jetzt natürlich super. erste Idee, nachdem du jetzt im Grunde seine Armee hier doch relativ kosteneffektiv zerschmettert hast. Ja, ich wollte so schnell wie möglich Go machen, bevor er Ghost hat, logischerweise, weil er hatte bis dato noch keine. Und du Und musstest ja damit rechnen, weil er eigentlich jetzt schon seit ja. langer Zeit wusste, dass er. Und ich habe halt immer Schiss vor den Ghosts, weil, wie man sieht, da klumpen wieder meine Templer rum. Ne? Dann ist eine EMP und damit ist das Spiel verloren. Und das ist halt deswegen. Und ich brauche halt dann den Koloss-Tech und so. Und da habe ich gedacht, ja, das spare ich mir. Ne? Mache ich gleich ein Go. Vielleicht hat er ja noch keine. Hätte ich gesehen, dass er gleich Ghost hat, wäre ich sofort zurück. Aber Ja, aber der Ghost Tech jetzt halt eben immer noch nicht im immer noch Bau. Ja, nicht. das hat er wirklich versäumt. Ja. Aber es ist wirklich so, in dem Spiel habe ich mich voll aufgeregt, dass er tatsächlich dagegen halten konnte, ohne die Großen. Aber schlussendlich hat es ja dann nicht Ja, wie gesagt, geklappt. lange Zeit halt eben echt rausgemakrot wie ein Boss. Ja, also ist jetzt schon wieder auf 143, aber jetzt lässt das ein bisschen slippen. Jetzt komme ich wenigstens wieder ran. So, ja, da ziehst jetzt die Storms sitzen jetzt natürlich ziemlich hammerhart. Aber er hat immer noch eine recht Marauder-lastige Komposition, deswegen kriegst du da nicht alles tot mit den Storms. Aber die Mars-Zealots, die halt von hinten gerade nachkommen, können jetzt halt eben hier erstmal wieder ordentlich eine Rückrunde drin. Und natürlich auch schön, dass du jetzt halt die Archons nicht verlierst. Ja, Und da gleich der das. nächste. Ja, es ist echt ein Wunder, dass ich kein Geld habe zu dem Zeitpunkt. Ich meine, jeder, der mal meinen Stream geschaut hat, weiß, was ich mit o an Oberwind sonst ansammle, aber in dem Fall mal nicht. Aber ich habe keinen Storm und solange ich keinen Storm habe, kann ich da nicht Und rein. Da kitet der mich zu das Tode. dauert noch einen Augenblick, ja, Ja. bis da tatsächlich was Das ist. war Und halt die Chance immer. nutzt er jetzt auch, Ja. ne? Denkt sich halt eben, okay, ja, da kann ich jetzt einfach nochmal schön frech hier doppelt exen. Es war halt Einmal hier immer oben. ärgerlich mit meinen Templern. Ne? Ich habe zwar gute Storms gesetzt und so, aber ich musste sie immer quasi, entweder ich habe sie verloren oder ich habe sie zu Arkans machen müssen. Ja. Und dann dauert es halt ewig, bis die Energie wieder da ist. Aber ich wollte ja nicht ins Wort fallen. Na, das macht überhaupt nichts. Gottes Willen, wenn du wichtige Dinge zu sagen hast. Wichtig! So, da kommt jetzt endlich die Ghost Academy. Ja, da hat er lange drauf verzichtet. Ob das nun bewusst war oder einfach ein Fehler, können wir jetzt hier nicht sagen. Und da kommt jetzt deine Echse. Ja, auch viel zu spät. Ja, hätte Meine man. Upgrades sind sehr gut. Wollen wir nochmal darauf Ah, hinweisen? 000, während unser Gegner hier auf 2-2 hockt. Ja. Da ist gerade 1-1 in Gang gegangen. Ja, Wow, woran liegt das, dass 1-1. bei dir die Upgrades irgendwie so hinten liegen? Oder so? Ist das, weiß nicht, vergisst du das einfach? Ist das einfach einer der Teile, die du irgendwie gerne vergisst? Nee, Oder? vergessen tue ich es eigentlich nicht. Aber ich gebe das Gas halt dann. Ich denke immer, die Upgrades sind nicht so wichtig. Gerade weil ich ja den Chrono-Boost habe, ja, und hinterher komme, wenn ich es drauf anlege, denke ich immer, zu dem Zeitpunkt ist es jetzt noch nicht so wichtig irgendwie. Und Storm frisst auch mehr, ne? Also dein Hauptschaden basiert ja eigentlich auf den Storms, Ja, ne? Ja. richtig. Und ja, ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich eine blöde Denkweise. Und wahrscheinlich bin ich einfach nur zu faul. Aber. Ja, jetzt hatten wir diese schöne Situation, da müssen wir nochmal kurz anhalten, nochmal kurz zurückgehen, wo wir die jetzt gerade versäumt haben. Diese wunderbare Situation, wo er jetzt halt hier drüben gerade exen möchte, aber da halt dummerweise feststellen muss, dass du ihm einen kleinen Staupylon hingesetzt hast. Kleine Rache für das Genau, Maschinendock. und es war eine gute Rache. Ja, und jetzt rennt er halt eben leider mit der ganzen Armee hier drüber und du weißt natürlich, dass er da ist, weil du Ja, es ja siehst. Da ist ja nun richtig. dein Pylon und kannst jetzt natürlich schön direkt reinrennen. Da ist er auch mit der kompletten Armee hochgelaufen. Das Ja. hätte ich ja nicht Zumal er ja für den gesehen. Pylonen, wie gesagt, drei Einheiten gebraucht hat oder so, ne? Ja. Das hätte ja gereicht. Ja, aber machst natürlich auch nicht ganz so viel Schaden, wie du gerne wolltest, Nee. ne? Die Zealots Er rennen hier so hat. busy unnütz Ja, rum, verfangen sich hier zwischen den Mineralien, ne? Da frisst er nochmal einen Storm, aber auch nur ein paar weniger Einheiten. Meistens Marauder, ne?
Ja, er hat die SUVs weggezogen, also habe ich auch nicht viel Schaden gemacht. Die zwei CCs überleben halt auch. Aber die brennt erstmal, aber wird natürlich gleich counter-repaired. Da ist die eine noch übrig und er sammelt sich jetzt hier hinten noch so ein bisschen. Aber wie gesagt, sein Makro slippt jetzt ein bisschen. Er hat vorne irgendwie härter produziert. Hat auch Overmints und Gas, ja, aber hier ist gerade Stillstand. Ja. Und da hat der Storm halt auch nicht gesessen. Ja, ist immer schwierig, man weiß halt eben immer nie genau, ne? Wenn er halt eben zufälligerweise gerade in dem Augenblick zurückzieht, wo du das halt setzt, ne? Ist halt wieder ein Storm für die Füße. Nee, ist aber auch, ich meine, dadurch, dass ich den Storm setze, weiß ich ja schon mal, dass er da nicht langläuft. Ne? Ja, das stimmt. Dass er auf jeden Fall zurückzieht, ja. Und dann kann ich die anderen Units hinschicken. Ja. Nutzt du das so effektiv zum Zoning, ja? Dass du wirklich eben genau dann sagst und das dann so kontrollieren kannst? Naja, natürlich spielt das eine Rolle. Ob ich das jetzt bewusst überlege, ist natürlich. Aber ich habe ja in dem Fall genug Storm erstmal. Ich habe ja, ich weiß nicht, wie viele Templer. Und, sechs Templer sind da. Und da ist es dann nicht so schlimm, wenn man mal einen nicht so schön trifft. Jetzt hast du noch zwei Storms übrig im Augenblick. Ja. Na, das ist nicht viel, ne? Ja. So, da ist jetzt auch schon der nächste, der jetzt halt eben reingefeuert wird. Er hat jetzt hier seine Kommandozentrale relativ schön gesetzt und du bist ihm hier auch direkt in die Thermopylen gelaufen. Ja, das war total dämlich. Ja. Die Aktion dann wieder zurückzuwurschteln. Und da spielt er jetzt gerade so ein bisschen 300 mit dir, aber dafür bleibt er jetzt sein Micro, er sitzt jetzt auch nicht mehr ganz so perfekt. Jetzt frisst er richtig Storms. Ja, jetzt habe ich keine Energy mehr und denkst so, hey, ich habe schon wieder keine Energy, schnell Arken zu machen. Scheiße. Die Zealots sterben alle, die sind quasi alle dran. Also Zealot möchte man, glaube ich, wirklich nicht sein in der Protoss-Armee. Ungefähr genauso wenig, wie man irgendein SCV sein möchte, das hier rausgeschickt wird, um in der dunklen Einsamkeit den Turret zu bauen. Ja, und jetzt hat eben das zweite Engagement. Jetzt haben wir ja schon den Punkt erreicht, wo sich das Supply sogar gedreht hat. Jetzt auf 3-3. Der Storm halt, der hat halt keine Ghost, das ist halt voll der Fehler. Ich Macht meine, hätte der viel früher gehabt, hätte er das Spiel auch easy gewonnen. Also, weiß nicht, das... Ich war sehr dankbar. Da musste ich auch meinen Koloss-Tech, der jetzt viel zu spät kam. Ich weiß gar nicht. Ja, ich habe schon einen Koloss im Bau. Da ist jetzt der Koloss im Bau, ja. Viel zu spät gehabt und na, war ich dankbar. Ja. Ja, aber das ist natürlich das logische Follow-up. Klar, wenn er auf Ghost geht, dann... Weil wir ja wissen, dass im Grunde unsere Templer dann ja zu einem gewissen Zeitpunkt einfach, wenn er mit Ghost ja auch umgehen kann, und das müssen wir auf dem Niveau ja annehmen, dann werden die Templer natürlich zusehends nutzloser. Wenn wir eben nicht noch zusätzlich die Kolossus-Unterstützung haben. Jetzt ist hier ein bisschen hin und her gelaufen. Ja, im Augenblick traut sich keiner so richtig, dem anderen nahe zu kommen. Es war aber auch wichtig, dass ich von Anfang an nach seinem Push halt immer wieder vorne hingelaufen bin. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum er mit dem Makro nicht mehr so hinterherkam, weil er ja ständig da vorne achten musste. Ah doch, zwei Templer hat er erwischt mit der EMP. Ah. Ja, jetzt weiß ich, jetzt hat er Ghost, jetzt habe ich Schild, jetzt gehe ich zurück. Weil es kostet mich immer das Spiel, wenn ich dann so doof engage da. Kann natürlich immer schnell passieren. Ja, gleichzeitig hat er die hier hinten einen kleinen Drop hingesetzt, mit dem er hier rüber geflogen ist. Natürlich boostet er dann sein blödes Medivac und fliegt dann an die Echse. Das ist ja total immer. Dann habe ich kein Maiko. Und lässt sie aus Versehen den Koloss hier wegschießen. Aus Versehen? Ich war ja sogar da. Hast du gesehen? Ich habe den sogar weggezogen. Deswegen spiele ich Toss. Ja, und jetzt müssen halt eben die DTs leider halt hier unten rumstehen wegen des Elevator-Plays hier. Ja? Also immer dieses Fahrstuhlartige hoch und runter droppen. Aber jetzt kann er hier wohl auch gerade nicht mehr aufpassen, weil er nämlich hier unten jetzt unterwegs ist. Ja, und jetzt erstmal hier wieder die Forward-Pylons rausnimmt. Du rückst jetzt hier erstmal aus. Um dann im Grunde zu begegnen, da ist die schöne Schnecke. Ja, da kann man ja schön die EMPs reinhauen. So, da hast du jetzt im Grunde die irgendwie gerade... Die Schnecke trifft gut, die ist so kacke langsam, das ist so nervig. So, und da hat er jetzt im Grunde natürlich hier seine Ghosts. Ja, das scannt er schön. Genau. Und da muss ich weg, weil sonst... Ja, sonst weiß er ja genau, wo alles ist und das spielt ihm natürlich nur in die Hände. Er muss ja wissen, wo die Templer stehen. Und da ich ja immer A-Klick mache und die Templer auf einer Gruppe habe, sitzen die ja auch mal zusammen, ne? Das ist sehr ärgerlich. Jetzt hat er eine entsprechende Menge an Ghosts. Jetzt muss er natürlich das Engagement wirklich auch gut nehmen. Aber deine Templer sind wohlweislich Arsch der Welt. Ich bin froh, dass ich da einen Opsa dabei hatte. Ja, da ist also ich meine, ich habe eigentlich immer einen Opsa in der Army dabei. Immer. Weil es halt eigentlich das Wichtigste. Ja, von Anfang an eigentlich, wenn ich Opsa habe, immer einen mit in der... Und die Ghosts können nicht stimmen und werden dann direkt schön auseinander. Nicht weglaufen und damit war das Spiel Und hier ist jetzt das letzte Engagement. Da hat er auch nicht mehr
Ja, da hört er dann auf, da weiß er im Grunde selber. Ja, das weil kann die Ghost-Zeit verloren gegangen ja, sind. Ja, das konnte er vergessen. Das ist ja auch nur eine riesen Ressource. Was kostet nochmal Ghost? Kostet nicht 200 Gas oder so? Ich weiß es nicht. Die sind, glaube ich, richtig teuer. Ach, jetzt können wir es gerade nicht mehr sehen, weil wir jetzt aus dem Spiel raus sind. Ich musste dich ja vorher noch fragen, ob man für das zweite Infanterie-Upgrade hier die Gas. Armory braucht. Das wusste ich ja auch nicht. Ja, richtig. Terra halt, ja. Aber genau, da waren nämlich also 100 Gas schon eine ziemliche Investition. Aber klar, wenn die natürlich weg sind und du hast all deine... Und jetzt sind sogar noch Ghosts übrig. Es werden sogar noch, noch Energie übrig, um dementsprechend noch weitere Sachen manchmal zu setzen. Manchmal ist es gut, dass sie so langsam sind. Ne? Nein, das ist schon ab. Nicht so schön, wenn man halt vor der Armee fliehen muss. Dann sind sie alle tot. Es sei denn, man hat doch noch irgendwie Platz für einen Storm, um damit dann den Rückzug zu sichern. Ja, wir werden gleich in Teil 3 wieder zurückkommen und dann noch ein paar weitere Fragen an Uzi stellen. Unser Interview geht noch ein bisschen weiter. Auch ihr habt dann die Gelegenheit, noch ein paar Fragen zu stellen und die einfach in den Chat zu schreiben. Wir werden uns dann ein paar schöne Fragen aussuchen. Seid also da, geht nicht irgendwo hin. Wir sind gleich wieder zurück und hoffentlich dann auch ohne die Mikrofonprobleme. Ich werde diesmal ein bisschen mehr drauf achten können, weil wir dann nämlich das Streaming-Programm auch offen haben. Also bis gleich.